Da sind wir wieder. Ich freue mich, euch jetzt die Gründer und Gründerin der Female Football Academy begrüßen zu dürfen. Andreas Gebhardt und Chantal Hoppe. Ja, hallo. Vielen Dank, Jolanda. Vielen Dank, Tabea. Sehr schön durch den Abend geführt bis jetzt. Vielen, vielen Dank. Ich möchte mich kurz vorstellen. Chantal Hoppe, ehemalige Bundesligaspielerin und studierte Sportmanagerin. Und bin hier mit Andreas Gebhardt. Wir sind sozusagen die Gründer der Female Football Akademie. Und Andreas wird sich jetzt mal kurz vorstellen für alle, die ihn nicht kennen. Ja, hallo, auch von mir. Ich kann nicht mehr Danke sagen. Wir sind alle platt nach einem echt anstrengenden Tag hier auf der Bühne. Ich habe das, weiß nicht, wie oft überhaupt gesagt, ich weiß es nicht, ist so warm. Andreas Gebhardt, auch Mitgründer der Republika, aber vor allen Dingen jetzt mit der Female Football Academy. Chantal, wir haben das jetzt seit anderthalb Jahren, einem Jahr vorbereitet. Voll geil, dass wir das hier jetzt zu einem Kickoff bringen konnten. Weil in der Vorbereitungszeit war es ja so, wir haben gemerkt, wie viele Herausforderungen es gibt, es selbstverständlich zu machen, dass Mädchen und Frauen Fußballprofi als Karrierewunsch haben können. Und deswegen bin ich total froh und happy, dass wir nicht nur jetzt diesen tollen ersten Tag gehabt haben, sondern dass ich die Barbara Lutz auch begrüßen darf vom Frauenkarriereindex aus München zugeschaltet, glaube ich. München bist du doch, oder? Ja, und, hallo. Und weil wir haben nämlich neben dem auch schon an manchen Stellen veröffentlichten tollen Ideen für die Akademie jetzt noch eine wirklich sehr grundsätzliche Ankündigung zu machen. Und die machen wir zusammen mit der Barbara Lutz. Und deswegen gebe ich dir das Wort und freue mich total, dass du auch da bist. Guten Abend. Ja, guten Abend. Toller Abend. Wirklich sehr, sehr spannend, auch Tabea zuzuhören. Ja, ich freue mich sehr, dass wir mit dem Frauenkarrierenindex, ein Instrument, das sich auf Zahlen, Daten, Fakten mit der Frage beschäftigt, wie gelingt es Frauen in Karrieren zu bringen, eben auch mit dem Thema Female Football Akademie zusammenkommen, das Thema gemeinsam auch vorantreiben wollen. Neben der Thematik eben, ja, wir brauchen das, eben auch die Frage zu klären, wie kann man das denn am besten umsetzen, und Zahlen, Daten, Fakten helfen eben sehr, dass wir hier ja auch einen Knopf an die ganze Thematik bekommen und am Ende des Tages die Frauen auch wirklich sichtbar werden in den Positionen, wo wir sie uns wünschen. Ja, vielleicht kannst du noch über die Geschichte ein bisschen was erzählen, weil das kommt ja nicht von ganz kurzfristig. Das ist ja ein total renommiertes Unterfangen und sehr, sehr reichweitenstark auch. Frauenkarriereindex, wer das jetzt nicht kennt, was kann man sich da als Organisation auch drunter vorstellen? Also wir machen das seit 8 Jahren inzwischen. Wir haben gemeinsam mit dem Deutschen Institut der Wirtschaft und der TU Berlin den Index entwickelt, gefördert durch das Bundesfamilienministerium und eben gerade auch in der Absicht herauszufinden, was in Organisationen passiert, das Karrieren fördert oder verhindert. Und das machen wir mit einer ganzen Reihe von großen deutschen Unternehmen, auch international, Intel, Hewlett-Packard zum Beispiel, Enterprises, aber eben auch sehr, sehr große deutsche Marken, die sich eben auch zunehmend mit der Frage beschäftigen, wie kann es uns gelingen, die Frauen in die Strukturen reinzubekommen. Und das Spannende ist, was wir eben sehen im Zuge unserer Arbeit, dass dort, wo Frauenkarrieren gelingen oder scheitern, also das Thema der Durchlässigkeit, ne? Also es geht eben um die Frage, wie können sich Organisationen anpassen, wir eben auch ganz klar sehen, dass es die gleichen Themen sind, die Veränderung verhindern. Also Intransparenz, keine professionellen Besetzungsprozesse, Einhegen von Teams, nicht teilen. Das schließt die Frauen aus, aber es schließt eben auch vor allen Dingen oder macht Veränderungen extrem schwierig. Und das Schöne ist auch, was wir gleichzeitig sehen, ist über unsere Arbeit mit inzwischen über 250 Unternehmen, dass dort, wo die Frauen durchkommen, sich tatsächlich auch weitere Diversitätsitems dann auch etablieren. Also wir fragen immer, warum nur die Frauen? Das ist nun mal die Speerspitze, da gibt es den größten Hebel und wir ziehen aber dann eben auch tatsächlich eine höhere Diversität nach. Das Instrument nutzen wir inzwischen in 15 Ländern. Und als ich dir, Tabea, zugehört habe, auch diese Erfahrung zu sagen, ja, es ist ja gar nicht normal, wie das hier in Deutschland funktioniert. Es kann auch völlig anders sein. Das muss man sich halt auch immer wieder vor Augen führen, dass diese Realitäten halt nur so lange gelten, solange man sich immer wieder auf den eigenen Heimatmarkt bezieht. Aber nach außen gesehen und international ist nun mal der Fußball, gibt es hier eben ganz deutlich andere Beispiele, die viel, viel weiter sind. Das gilt für deutsche Unternehmen versus internationale Unternehmen und wahrscheinlich in diesem Zusammenhang auch.
Und man darf einfach nicht vergessen, das, was wir hier erleben, ist nicht normal, ja, sondern wir müssen mal daran arbeiten, dass es ein bisschen normaler wird. Ja, aber das ist genau das, worum es geht, worum es auch mir geht, die Female Football Academy zu machen. Es geht ja erstmal irgendwie auf Null zu kommen, also in ein normales Level und was Diversität angeht. Und Deutschland ist da halt in der Steinzeit. Und heute Morgen hat es Sascha Lobo mal beschrieben für die auf der Republika drüben, die ja hier ein paar Häuser weiter quasi ja den ganzen Tag schon stattfindet, für die Ankündigung für das Internet, wie Breitband in Deutschland seit 38 Jahren angekündigt wird, aber nicht umgesetzt wird und Jahr für Jahr. Und deswegen finde ich es für uns hier für den Abschluss des ersten Abends halt so toll, dass wir jetzt gemeinsam zwei Sachen ankündigen können, Barbara. Die Female Football Academy als einen ersten großen Kooperationspartner begrüßen zu dürfen, nämlich den Frauenkarriereindex. Und dass wir gemeinsam einladen werden zu einem professionellen, also eben für Fußball Professionals Think Tank am 9. Juli online als Teil der Arbeit des Frauenkarriereindex, um daran zu arbeiten, einen Frauen im Fußballkarriereindex zu entwickeln. Also eben eine messbare Herangehensweise zu schaffen, dass man sich nicht mehr rausreden kann mit Sonntagsreden, sondern eine messbare Herangehensweise zu schaffen, wie man Verbesserungen halt eben umsetzen kann, in Vereinen, in Verbänden, in Strukturen, und nicht darauf wartet, dass halt wieder Leute ausbrennen, Leute ihr Engagement geben, unbezahlt, sondern dass wir Schritt für Schritt wir es schaffen, dass wir nicht nur Equal Pay irgendwie eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müsste, sondern dass halt auch eine Klarheit ist, wie der Weg dahin führt. Und heute ist da ein wichtiger Auftakt für. Barbara, ich danke dir da für die Unterstützung. Und du kannst vielleicht noch die Anekdote kurz erzählen, die wir hatten in dem Umfeld des Impact of Diversity, jetzt bin ich gerade nicht drauf gekommen, Impact of Diversity Awards, der früher in diesem Jahr stattgefunden hat, dass das Frauenfußballthema ja nicht nur in der Gesellschaft im Moment eine große Rolle spielt oder Frauen im Fußball, sondern auch in anderen Debatten. Vielleicht kannst du das gleich nochmal kurz als Anekdote zum Schluss anführen. Ja, ich musste jetzt auch gerade sehr lachen, dass es sehr warm. Also ich kann mich erinnern, als wir gedreht haben, war es sehr kalt. Und wir hatten wirklich einige Themen da auch. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben ja den Impact of Diversity Award und Think Tank noch entwickelt. Im Rahmen dessen machen wir eben auch die Think Tanks und hatten dann eben auch die Thematik, dass wir in einem der Think Tanks mit einem unserer Teilnehmerinnen auch darüber diskutiert haben, warum es für Frauen so schwierig ist oder in dem Fall ist es eine junge Frau, es ist die Tochter von einer der Teilnehmer im Think Tanks, die eben in der Kreisliga spielt, die total Schwierigkeiten hat, Trainingsorte zu finden, die sich immer wieder durchsetzen muss, erklären muss, warum sie diesen Sport eigentlich machen möchte. Ich konnte dann da hinzufügen, dass meine Tochter ähnlich schimpft, wie schwierig das ist, wirklich den Sport auch auszuüben. Und im Zuge dessen haben wir dann eben auch festgestellt, dass es wirklich notwendig ist, über das Thema zu sprechen. Das war dann auch kurz bevor ich Andreas in Berlin dann auch mal zum Dreh traf. Und dann ist es uns auch noch gelungen, wirklich unerwartet, dass wir bei der Frage, was ist denn die tollste Kampagne zum Thema Diversität? Also das ist eine der Kategorien, die wir auszeichnen. Und wir haben dort die Kampagne der Commerzbank ausgewählt in unserer Jury. Das sind über 40 Leute, die sich professionell mit dem Thema Diversität beschäftigen und eben auch in dem Zusammenhang die Pferdeschwanzkampagne, die ja durchaus auch mit einem schönen Augenzwinkern das Thema nochmal deutlich gemacht hat. Humor hilft hier auch dann manchmal sehr. Und so hat das Ganze sich zusammengefunden. Und als Andreas dann meinte, sag mal, ist das nicht ein interessantes Thema? Und ich habe dann eben auch Chantal kennengelernt, war völlig klar, ja, liegt das total in der Luft. Und es ist eben auch wirklich wichtig, dass wir hier jetzt diese Thematik der Frauen, der zunehmenden Diversität, der Veränderungsdrucks, den wir in der Gesellschaft haben, eben auch in einer Sportart wiederfinden, die einfach auch einen unheimlichen Signalwirkung in die Gesellschaft hat. Ja, also wir dürfen ja nicht unterschätzen, wie sehr Fußball in die Gesellschaft hineinwirkt. Und wenn es uns gelingt, hier auch mal ein paar wesentliche Themen anzustoßen, da sind wir in unserem Anspruch, Impact of Diversity bekannter zu machen, auch tatsächlich einen Schritt weiter. Und ich glaube, das sollte halt auch die Verantwortlichen im Fußball nicht unterschätzen, welche Vorreiterrolle sie hier übernehmen könnten. Ja, bravo. Es könnte fast das Schlusswort sein. Barbara, vielen, vielen Dank. Es steht die Arbeit noch vor uns. Aber ich bin
Ich habe ein bisschen Gänsehaut jetzt von dem Tag heute hier, was ihr hier geschaffen habt, auch das Team hier. Jolanda, du wolltest noch zwei, drei Ausblicke machen, bevor wir uns nochmal hier alle zusammenfinden. Du hast ja schon, Barbara, die Commerzbank-Kampagne genannt. Die werden wir morgen auch nochmal uns angucken, Jolanda. Genau, morgen geht's weiter mit einem weiteren vollgepackten Tag von der Female Football Academy. Wir werden unter anderem einsteigen mit einer Diskussion, wo es um den internationalen Vergleich des Mädchenfußballs geht. Wir werden uns genau diese Pferdeschwanz-Kampagne anschauen von den Machern selbst. Und es geht da um das Thema Sponsoring im Frauenfußball aus dem Hause DFB und Co. Volkswagen und Commerzbank sind mit dabei. Wir werden uns auch anhören und erfahren, wie das Training, das Fußballtraining mit dem Menstruationszyklus optimiert werden kann und noch viele weitere Themen. Das Ganze startet morgen um 16 Uhr und geht wieder bis 20 Uhr und ich freue mich ganz doll auf Tag 2 der Female Football Academy nach diesem ersten echt wahnsinnigen Tag. Danke auch an euch da draußen fürs Dabeisein, für die vielen Fragen und für die echt gute Energie, die auch virtuell uns erreicht. Ich bedanke mich an dieser Stelle und blicke auch nochmal rüber an meine Co-Moderatorin, die sicherlich, ja. Ja, ich kann mich auch nur bedanken, vor allem auch an die jeweiligen Vertreter und Vertreterinnen, weil das ist genau der Punkt, wo wir eine gewisse Transparenz schaffen müssen und das ist mit dem ersten Tag heute uns sehr, sehr gut gelungen und ich freue mich schon auf den morgigen Tag, um weitere Erkenntnisse transparent gestalten zu können. Also bis morgen. Ja, voll mega. Kommt doch noch mal rüber hier, dann machen wir noch ein Abschlussbild. Barbara, du bist schon weg. Sorry, ich habe dich gar nicht so richtig gut verabschiedet. Entschuldige bitte. Da bist du noch mal da. Ah, so, dann bist du auch noch mal im Bild. Entschuldige. Aber so, jetzt noch mal das Abschlussbild. Und ich danke wirklich alle, die zugeschaut haben, allen Republika-Teilnehmerinnen, allen, die unterstützt haben. Und ja, bleibt gesund. Ja, ich habe Bock auf morgen. Ich hoffe, ihr alle auch. Und ansonsten einen schönen Abend allen Leuten da draußen. Ja, schönen Abend euch. Bis morgen.